Morgen. Morgen ist gut, es ist Mittag fast. Es geht weiter mit arabischem System, das Patsch-Lehrbuch. Und ja, wir sind jetzt bei Lektion 6. Ihr müsstet jetzt alle den Test auf Seite 93 und Seite 94 hoffentlich erfolgreich absolviert haben. Und wie jetzt ich seit dem fünften Film mache, werde ich jetzt diesen Covertext der sechsten Lektion getrennt machen. Ich hoffe, zusammen mit Seite 96, Meljadid, die Wurzeln und Strukturen der Worte. Ja, so. Ich habe es ja schon vorbereitet. Wo ist hier mein OneNote? Da habe ich es hier aufgeschrieben. Und hier die Notizen, was ich noch alles dazu sagen möchte. So, okay. Lesen wir doch einfach. Ich gehe mal hier auf dem Vollbild. So. Entschuldigung. Filmun Musri. Dieser Kringel, der war ein bisschen abgeschnitten. Hier haben wir noch einen so. Ne? Was bedeutet dieser Kringel über einen Buchstabe? Dieser Kringel bedeutet, dass du nicht vokalisierst. Ich nehme mal das Wort Film raus. Ich glaube, Film ist ja evident, was es bedeutet. Film ist Film. Ja. Es hätte ja sein können, dass es Filamun oder Filumun oder Filimin ist. Aber nein, ich möchte betonen, hier, es ist Film. Und daher soll das L nicht vokalisiert werden. Da tut man so ein Sukun drauf. So nennt es sich, Sukun. Ja. Hier ist auch ein Sukun über den Sad. Musri. Es ist nicht Missouri, es ist nicht Missouri, es ist nicht Misriri, sondern es ist Musri. Ja. Film, ein Film, Musri beschreibt den Film. Also es ist ein Comedy-Film, es ist ein chinesischer Film, es ist ein Musri-Film. Was ist Musri? Das möchte ich dir erklären. Ich kann es mir einfach nicht nehmen. Immerhin steht hier ägyptisch und mein Vater war ja Ägypter. Ne? So, also gut, nehme ich mal dieses Musri raus und schauen wir uns mal dieses Wort an. Musr ist heute, wie alle Ägypter Ägypten nennen und alle Araber, Musr, ja. Das Wort ist aber nicht arabischen Ursprungs. In Hebräisch heißt es ja Mimizraim. Also Mimizraim ist halt der biblische Name von Ägypten. Und heute ist dieser Name der übliche Name für Ägypten, Musr. Die Ägypter selbst, die alten Ägypter, haben sich etwas anderes genannt. Nun magst du denken, sie haben sich Kopten genannt, denn Ägypten war ja christlich oder so. Das stimmt nicht, das stimmt nur teilweise. Da möchte ich mal dieses Wort erklären. Du sagst ja Ägypten. Woher kommt denn Ägypten? Das Wort Ägypten kommt von dem altägyptischen Wort. Ich schreibe mal lieber von links. So. So haben sich die alten Ägypter genannt. Das hier ist so ein Haufen Sand, so, ne, so ein kleiner Berg. Das hier ist eine Eule, das M. Und das hier ist ein Brotstück, das Ta. Und dies hier ist nur ein Zeichen, was eigentlich so eine Kreuzung darstellen soll. Und das tut man hinter Städten und Ländernamen. Kemet. Kemet ist das Wort, was die alten Ägypter für ihr Land gegeben haben. Und zwar die schwarze Erde. Denn der Nil ist ja jährlich überflutet und die Bänke des Nils und die Ufer wurden gedeckt mit einem frischen schwarzen Schlamm. Schwarze Erde, Kemet, die schwarze Erde Kemet wurde zu Kepet und Kepet wurde zu Aegyptus und daraus Ägypten. Ja, und auch die Kopten. Also Kopten bezeichnet nicht die Christen, sondern ist der Name für Ägypter, die Ägypter. Ja, ja, für Ägypten ist das relativ jung, dass man die Christen also Kopten nennt. Die Araber haben halt die Ägypter Kopten auch genannt. Und die Kopten waren ja damals Christen. So entstand es, dass das Wort Kopten jetzt für Christen steht. Nach der Revolution am 25. Januar haben sehr viele Ägypter
sich auf das Ägyptische besinnt, das Vereinheitlichende zu hoch. Warum schreibt er nicht? Eine Sekunde, ach so. Und haben somit sich Kopten genannt, egal ob sie Muslime oder Christen sind oder waren. Ja, das war also während der Revolution, ich muss mal ganz, da hängt was an meinem Stift, das war also während der Revolution ganz, ganz, ganz in, dass man sagt, ich bin Kopte. Also ich bin Ägypter, egal ob ich Muslim oder Christ bin. So, jetzt weißt du also, woher das Wort Ägypten kommt. Hat nichts mit Arabisch zu tun, aber Musr ist der arabische Name für Ägypten, der von dem Hebräischen entliehen worden ist. So, das Ja hier, das hast du, glaube ich, schon am ersten, in der ersten Lektion gehabt. Das ist, dass man, ja, also Ägypten, ägyptisch, ich weiß gar nicht, wie das Deutsch heißt, Frankreich, französisch, ne, also dies ist, also diese, ne, und Film, man sagt dann nicht Film Ägypten, sondern Film ägyptisch, und da sagt man auch nicht Film Musr, sondern Film Musri. Also dieses ja, dieses I sagt, was, welche Nation oder welche Nationalität oder welchen Ursprung das eine oder andere hat. Ja. So, dann haben wir das mit dem Film. Nee, eine Sache möchte ich dir noch zeigen. Schau mal, dieses seltsame Ding hier. Ja, was ist das? Das hast du vielleicht mal schon in der Zeitung gesehen. Das steht ja auch gar nicht im Buch. Ich habe jetzt die Vokalisierung hier hinzugefügt, dass wir das auch gleich mitlernen. Und zwar, es heißt ja Film, guck mal hin. Okay, da runtergenommen. Filmun. Zwei O's, wird nicht O-O ausgesprochen, sondern Un. Filmun. Hier fehlt ein Punkt. So. Und die Schnellschrift, auch die Druckschrift, für zwei Dhammas nennen wir das, also zwei solche Kringel, ist dann, schaut mal hin, ein Kringel und ein Zack. Und das ist genau, was hier steht. Ja. Das ist also der Schriftzug Areal, das arabische Arealschrift, der arabische Arealschriftzug. Der macht das automatisch so, wenn du eine doppelte Vokale drauf tust. Okay? Also merke das, wenn du das siehst. Sei nicht irritiert, sondern sag, okay, das ist also diese doppelte Vokalisierung, die dann immer mit N ausgesprochen wird. Also statt Filmu, wenn zwei Vokalisierungen sind, dann wird es nicht so Filmu, sondern Filmun. Oder zum Beispiel, wenn es Filmer wäre, dann wäre es, und zwei Vokale hat, dann ist es nicht Filmer, sondern Filmen. Und wenn es zwei Is hätte, ist es nicht Film-II, sondern Filmin. Ja, merkt ihr das? Vielleicht auch, wenn wir dabei sind, können wir dieses Zeichen auch einmal erwähnen. Das ist so, was ist das? Das heißt eine Verdopplung. Ja, da, wum, wum. Ja. Wenn ein Buchstabe doppelt ist, schreibt man ihn nicht doppelt, es sei denn, sie sind doppelt verschieden vokalisiert, werden wir gleich haben, so ein Beispiel. Aber wenn sie doppelt gleich vokalisiert sind, dann schreibt man den Buchstaben einmal und tut darüber dieses Doppelzeichen. Auch nur, wenn man vokalisiert, also wenn man nicht vokalisiert, dann verzichtet man darauf und man weiß, dass es dann so ist, weil man die Sprache ja kennt. So, jetzt der Name des Films Ente Omri. Du Ente Omri. Na? Wäre jetzt hier so ein Ding drauf, hieß es dann Omri, was ja nicht ist. Es heißt Omri. Da siehst du einen Unterschied. Ja, also mit so einem Kringel wäre es Omri, Omri. Und ohne dem Kringel ist es Omri. Ich hoffe, ihr hört den Unterschied. Das Wort Omri, hier dieses I hat eine andere Bedeutung als dieses I. Dieses I bedeutet mein. Das kann ich nicht schreiben. Mein. So. Und Omr kennst du. Du kennst das Wort. Verspreche ich dir. Irgendwo hast du das schon mal gehört. Omr. Hör mal so. Omr. 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 Omar. Sherif zum Beispiel. Ja. Omr heißt tatsächlich. Ja, bedeutet Leben in diesem Sinn. Aber nicht Leben im Sinne von Leben und Tod. Ja, das wäre dann Hayat. Sondern Omr heißt Lebensspanne. Ja, oder so. Das Leben. Man sagt, wow, der hat ein Leben. Ne? So, der hat ein gefülltes Leben. Omr. Omr. Ja. Omr kommt von dem Verb Amara. Oder Amara eigentlich. Nee, Amara.
und kann auch Amara dann mit doppeltes M, das ist dann wieder eine andere Bedeutung. Amara heißt, er hat gelebt. Amara, er hat belebt im Sinne von besiedeln, bebauen. Ja, man sagt, Amara al-Ard hat die Erde belebt, indem er in ihr gearbeitet hat und Pflanzen gewachsen sind. Ein Omar ist jemand, der das macht. Ja. Und Omr bedeutet dann das Leben. Ja, aber in der ganzen Fülle. Nicht nur von Leben, Tod, sondern mit allem dem Tun und Machen und Leisten. Und hier steht, Anta Omri, du bist mein Leben. Man hätte ja auch sagen können, Anta Hayati, Hayat bedeutet ja Leben. Aber dann wird es sehr beschränkt. Du bist mein Leben. Im Sinne von Leben und Tod, sehr klein. Aber Anta Omri, du bist mein ganzes Leben mit aller Leistung, alles, was drin ist. Alles, was dazugehört. Und das I ist mein. Ne? Und da sehen wir das Tolle natürlich im Arabischen, dass diese Vielfalt gibt in Ausdrucksmöglichkeiten. Ja, also in Deutsch, du bist mein Leben. Ja, und das war's wohl. Du bist mein ganzes Leben. Du bist meine Lebensleistung. Du, ja, schwer. Ne? Aber hier ein Wort trifft's, Anta Omri. Das war's. Ja. Okay, zum nächsten Wort. Al-Mukhriju. Das ist für mich ein Wort mit viel Bedeutung, denn mein Vater war es ja auch. Was ist Mukhrij? Mukhrij kommt von dem Verb. Oh, ich habe hier was falsch geschrieben, Entschuldigung. So, jetzt ist es. Der Punkt muss oben sein. So. Mukhrij kommt von dem Verb Kharaja. Kharaja heißt rausgehen. Mukhrij heißt der, der etwas rausgehen macht. Ja, also Herausgeber könnte man sagen. Ja. Und der Filmregisseur wird dann in Arabisch als Herausgeber bezeichnet. Ja, Mukhrij. So, Kharaja al-Mukhrij, der Mukhrij, al-Mukhrij, hier ist er. Auf zum nächsten Wort. Das ist jetzt ganz einfach. Und zwar Khalid, hier ist er. Khalid Yusuf. Yusuf ist kein, also ist arabisiert, aber bedeutet Josef. Ne? Also der biblische Josef. Yusuf. Und Khalid kommt von dem Verb Khalada, ist wieder arabisch. Das sind Namen. Khalid Yusuf ist Herr Khalid Yusuf. Khalid ist der Vorname, Yusuf ist der Nachname. Und merkt ihr, im Arabischen wird grundsätzlich die Reihenfolge so bewahrt, dass der Vorname zuerst gesagt wird, dann der Familienname. Egal, wie respektvoll die Person ist. Also ne, man sagt jetzt nicht, wenn du jetzt wenn Khalid Yusuf ein Professor wäre und du ein pupsliger Student, dann sagst du nicht, Herr Professor Josef. Da wird er dich schräg anschauen. Dann wirst du sagen, Herr Professor Khalid Yusuf. Ja? Okay, in der Regel auch Professor Khalid. Also die Familiennamen haben nicht die Bedeutung wie im Deutschen. Man nennt die Leute mit ihren Vornamen an oder Vorname und Familienname, aber in der richtigen Reihenfolge. Ich heiße ja Marwan Hassan. Ich kann euch nicht sagen, Hassan ist mein Familienname. Wie oft wurde ich hier von den Behörden korrigiert? Ihren Namen bitte, sage ich Hassan. Und da sagen sie, nein, ihren Namen, sage ich Hassan. Nein, ihren Namen, nicht ihr Vorname. Und dann sage ich immer, ich kann einen Namen von einem Vornamen unterscheiden. Aber ja, ne, weil Hassan ist ja auch ein Vorname. Und daher glauben viele Leute, dass das also nicht mein Name ist. Aber ebenso Josef. Josef ist auch ein Name und ein Vorname. Ne? Khalid Yusuf. Also der Regisseur heißt Khalid Yusuf. Jetzt kommt das Wort. Da haben wir es. Al-Mumathilin. Al-Mumathil. Ich zerstückle es mal. Und ihn. Plus. Plus. So. Al heißt die. Ihn ist die umgangssprachliche Form, Pluralisierung. Und hier ist das Wort Mumathil. Und jetzt siehst du, dass hier zwei verschiedene Vokale sind. Ich hatte es ja hier, wo ist denn da hin? Hier erwähnt, bei diesem Teil. Ne?
Wären es nicht zwei verschiedene Vokale, hätte ich es so machen können, was aber nicht mal lesbar ist, aber nur um zur Erklärung. Das wäre dann so. Ne? Aber da ich jetzt hier, muss ich radieren, um das zu zeigen, das muss ich wohl. Nochmal hier. Da ich hier einmal Mu und einmal Mer habe, werden sie getrennt geschrieben. Mumathil. Was bedeutet Mumathil? Bedeutet Schauspieler. Ja. Und Schauspieler kommt von Mithil, bedeutet wie oder Beispiel. Ja, je nachdem, wie man es jetzt vokalisiert, ich möchte nicht drauf eingehen, aber in dem Sinne, Mumathil ist einer, der macht wie, als ob. Ein Schauspieler, ne? Ein Simulant. Ne? Okay? Mumathil. Und es ist pluralisiert worden hier. Mal hochgehen mit dem hier, mit dem I. Ups, das war jetzt ganz falsch. Okay, ich mach's mal ganz weg. Ich glaube, ich brauche eine neue Spitze. Die kratzt zu sehr auf meinem Tablett. Gut, das muss ich jetzt nächstes Mal machen. Und zwar, eigentlich heißt es Al-Mumathilun. So muss das richtig in Hocharabisch vokalisiert werden. Auf Un. Grundsätzlich, es gibt ja drei Vokale und ein Nicht-Vokal. Also, wenn ich jetzt hier irgendeinen Buchstaben habe, ich mache mal so einen Kreis, das ist irgendein Buchstabe. Ä, U, I und kein Vokal. Nochmal. Ä, U, I und kein Vokal. Das, was wir hier hatten. Omri, Om. Es ist nicht Oma, Omi, Omu, sondern Omri. Ja? So. Bei Pluralen, ich glaube, ich muss mal in den Schmierzettel. Eine Sekunde. Schmierzettel, Schmierzettel, Schmier, Schmier. Hier, Schmierzettel. So. Die Worte, je nachdem, wie sie in einen Satz fallen, werden vokalisiert. Zum Beispiel. Al, ich nehme hier der Schauspieler. Al. Mumathilu. Am Anfang des Wortes Al-Mumathilu. Ja. Akala hat gegessen. Al-Tufahata. So. Der Schauspieler am Anfang des Wortes Al-Mumathilu. Ja. Wenn es aber als Objekt kommt, ich mache mal, Sa'altu, ich habe gefragt, Al-Mumathil, guck mal hin, Al-Mumathila, Objekt, immer auf A. Und ich werde jetzt nicht jede Formal, ich will nur die drei Vokale mal bringen. Und wenn es nach einer Präposition ist, Dhahabtu, ich bin gegangen, Ila, zu, jetzt, da es eine Präposition ist, Al-Mumathili. Weil nach Präposition immer auf I. Ja. Und mit dem Sukun, also ohne Vokalisierung, wird das gar nicht gehen, weil das am Ende des Wortes ist. Das muss irgendwie vokalisiert sein. So. Plural ist aber anders. Wenn du ein Plural hast am Anfang des Satzes, dann wird es Al-Mumathilun. Siehst du? Dies hier steht für den Fall, dass es auf U vokalisiert wäre. Am Anfang des Satzes ist es ja auf U vokalisiert. Daher wird Al-Mumathilun. Wäre es auf A oder auf I vokalisiert, dann nutzt man Al-Mumathil. Schaut hin. Ihn. Und man sagt dann immer, das Wort fällt in der Situation von Vokalisierung A oder in der Situation von Vokalisierung I oder in der Situation von Vokalisierung U. So sagt man es im Arabischen. Wir lernen ja, ich stehe nicht so sehr auf Grammatik, aber das sollte man jetzt wissen. Warum? So, jetzt komme ich hier zurück. Hier steht Al-Mumathilin. Nanu, das ist am Anfang des Wortes. Am Anfang des Satzes. Am Anfang des Satzes wird es auf U vokalisiert. Rein hocharabisch. Es ist aber so, dass in der modernen Zeit
Ja, eigentlich alle auf ihn pluralisieren, egal ob in welcher Position es im Satz fällt, ob es auf I-Position, also Vokalisierung, ob es auf eine I-Vokalisierung fällt oder eine A-Vokalisierung oder U-Vokalisierung, wird ständig auf ihn pluralisiert. Hört sich für jetzt geschulte Hocharabisch-Freaks eigenartig an. Die Wahrheit ist, wenn ich spreche und sage, Ga al-Mumathilun, dann würden zum Beispiel Ägypten oder Syrien oder weiß ja gar nicht, Libanon, würde man mich anschauen und fragen, bist du ein Theologe oder warum sprichst du so hocharabisch? Ja, ganz unüblich. Da wird gerne, also auch hier in diesem Buch, wird die heute umgangssprachliche Pluralisierung verwendet, auch in dem hocharabischen Text, weil das echt das Übliche ist. Das muss man jetzt auch so sagen, dass das üblich so. Ich finde Al-Mumathilun schöner. Und wenn du natürlich das jetzt nicht weißt und vielleicht bist du ja so ein Muslime oder vielleicht liest du ja gute Literatur, also in den Büchern wird es noch richtig stehen und dann liest du plötzlich Al-Mu'athilun und so, oder was ist das? Du erkennst das Wort nicht. Jetzt weißt du, woher das ist. Das Un ist die Vokalisierung auf U. So, da sind wir jetzt durch mit diesem Wort. Wow, 21 Minuten? Gut, ich muss ein bisschen sputen. Jetzt kommen hier die Namen der Schauspieler. Hani Salame. In Klammern die Rolle, die er spielt. Er spielt die Rolle Josef. Natürlich, diese hier sind zwei getrennte. Also das ist der Echtname und hier der Schauspieler Hani Salame ist Yusuf. Minne, da sehen wir es. Minne. Ne? Minne. Davon kommt auch das Manna allerdings, ja. Al-Manna was Salwa. Soll ich da reingehen? Ich gehe da rein. Manna. Manna. Bedeutet. Oh, das kann man, das Wort kann man gar nicht übersetzen. Also. Wenn du jemand etwas gibst, kannst du positiv sagen, bitte sehr, ne, hier, aber dass man Yamun heißt, dass man übertreibend dann Yamun übertreibend sagt, ich habe dir gegeben, ich habe dir gegeben, ich habe dir gegeben. Manna heißt viel geben, ja. Man soll aber Yamun heißt dann immer so auch noch darüber hinaus dann viel sagen, ich habe gegeben und so. Manna heißt also viel geben, viel schenken. Daher kommt auch das Mana. Und Minna ist ein Singular für weiblich mit dem T. Minna heißt ein Geschenk von oben. Minna. Ihr Name ist Minna. Ein Geschenk wäre Hediye. Aber im Sinne des Vielgebens, ein Geschenk im Sinne des Vielgebens, so ist ihr Name. Hui! Ja, ich habe es, glaube ich, übersetzt. Shalabi ist ihr Familienname. Jetzt kommt Zaugatu Yusuf. Sie ist also, sie spielt die Rolle, die Frau von Yusuf. Zaugatu Yusuf. Ich möchte auf das Wort Zauga mal reingehen. Am besten in den Schmierzettel, dass man überhaupt noch was sehen kann hier. Zauj. Ich habe Sauge gesagt, ne? Also hier in dem Buch wird das J gesprochen. Zaujatu. Heißt Ehefrau. Ehemann heißt Zauj. Ja, Ehemann. Zauj allerdings bedeutet ursprünglich Paar. Ja, Al-Zauj bedeutet das Paar. Okay, Al-Zauj. Es ist wieder männlich, also das Wort hier ist zwar vom Wort her maskulin, aber es. Paar in Deutsch ist ja Neutrum, also weder Mann noch Frau und hier ist halt maskulin, so wie die Sprache ist. Aber es gilt beiden. Es gilt sowohl weiblich wie auch männlich, je nachdem. Ich sage das, weil zum Beispiel, da gibt es so einen Vers im Koran, ich glaube, ich habe mal, also den Vers, ich muss mal schauen, welche Nummer das war.
Das war so in den Römervers, in der Römersure. Und da steht, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Vers besprechen, ich übersetze ihn einfach. Und von seinen Zeugnissen ist, dass er euch erschaffen hat, أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا, das, also أَزْوَاجًا, auf dass ihr zu ihnen Ruhe findet. Übersetzt wird es stets, und von seinen Zeugnissen ist, dass er euch Ehefrauen geschaffen hat oder Frauen, dass ihr zu ihnen wohnt, zu ihnen beiwohnt und so weiter. Das ist durchweg falsch. Also nahezu jede Übersetzung schreibt das so. Ich muss das mal checken. Ich hole mal hier, vielleicht erzähle ich ja Quatsch, das ist jetzt hier die Max-Henning-Übersetzung überarbeitet von Murat Hoffmann, das ist die Surat Ar-Rum. Erlaubt mir das mal ganz kurz für euch rauszusuchen, weil das ist eine interessante Sache, wie Übersetzungen eigentlich die Wörter falsch machen können. Muss ich nur wissen, welche Nummer diese Surat Ar-Rum war. Ja. Uiuiui. Rum. Ich suche mal ganz kurz im Netz, welche Nummer die Ruhmsuche hat. Ich finde das nämlich hochspannend. Ich möchte euch das gerne mitteilen, da ihr ja hier Arabisch lernt und Übersetzungen lernt, dass ihr seht, was so eine Übersetzung verursachen kann. Ich bin jetzt hier gerade vom anderen Bildschirm. Ich muss mal jetzt Arabisch schreiben. Ups. Gut. Raqam, die Nummer. Suratu von Sura Ar-Rum. Genau, sie Surat Rum, Surat Raqam, sie ist die Nummer 30. Da muss der Vers drin sein. Also gut, jetzt hole ich den mal. Nummer 30, da bin ich in einem Koran. Tauba, Al-Isra, An-Nur. Jetzt muss er hier, darf nicht mehr weit sein. Da. So, da habe ich Surat Rum. Und hier brauche ich tatsächlich diesen Vers. Hakim. Manu, ich brauche jetzt die Übersetzung davon. Eine Sekunde, ich werde es finden. Ich lasse nicht ab. Ja, ach so, 19 ist das. Da habe ich's. Ich hab's. Das ist die Nummer 21. Also, in der 30. Sure, der Satz 21. Na, kennt jeder auswendig, aber wo es genau liegt, weiß man dann nie. Hier ist. So, und jetzt lese ich euch mal vor, was die Übersetzung sagt. Nein. 21, Deutsch. Das ist hier so, die hast du jetzt in Arabisch. Das ist eigentlich auch ganz gut, um Arabisch zu lernen. Da hast du in Arabisch und hier hast du Übersetzung. Aber ich möchte mal zeigen, was die Übersetzung hier schreibt. Da ist die 21. Zu seinen Zeichen gehört euch auch, dass er euch, da steht es, Gattinnen aus euch selbst schuf, damit ihr bei ihnen ruht. Gattinnen. Und das ist falsch. Das steht nicht im Koran. Hier steht Azwaj. Und jetzt möchte ich das jetzt hier im Arabisch mal zeigen, anhand dieses Wortes, da wir dieses Wort schon hier haben. Und zwar, Zauj heißt Paar, Paare heißt Azwaj. Ja, so. Und in diesem Koranvers wird dieses Wort genutzt, Paare als Plural. Richtig müsste es sein, und von seinen Zeichen ist, dass er euch Paare aus euch selbst erschaffen hat, dass ihr zu ihnen ruht, das ist gut. Dieses zu ihnen ruht ist gut übersetzt. Oder zu ihnen Frieden findet und zu ihnen Ruhe findet. Es wird aber immer übersetzt als Gattinnen. Und das ist ein ganz typischer Koran-Übersetzungsfehler. Man geht davon aus, der Koran ist ein patriarchalisches Buch. Es ist von Männern geschrieben oder für Männer geschrieben, überwiegend. Und daher wird das Wort automatisch hier wird gewählt Gattinnen. Das stimmt nicht. Hier steht ein Paar.
Dieser Vers ist sowohl für Frauen gedacht als für Männer. Für Frauen kann sie verstehen, ich habe euch Ehemänner geschaffen, und für Männer kann der Koran übersetzt werden, ich habe euch Ehefrauen geschaffen. Richtig wäre, ich habe euch Paare geschaffen. So, Partner oder Paare. Bevor ich mich ganz verzettel, gehe ich jetzt zurück. Und hier waren wir. Zawjatu, die Ehefrau von Yusuf. Ja. Nächster. Hashim Salim At-Tabib. At-Tabib bedeutet der Arzt. At-Tabib. Nelly Karim Shams. Sie ist, also Shams bedeutet auch Sonne, aber hier schauspielt sie die Rolle der der Person Shams, also die Person, die Sonne heißt. So, und jetzt kommen wir zu dem Fließtext, wo ich schon längst sein wollte. Ich hoffe, dass der Film wird nicht zu lang. Aber wenn schon, dann schon. Ich kann ja schlecht einfach die Worte so überspringen, die so interessant sind. So, also gut. Yusuf. Vielleicht mache ich mal eine andere Farbe hier. Yusuf Mu. Ui, das war jetzt falsch. Ju. Hallo. Entschuldigung. Yusuf Muhandisun. Mutazawigun wa'indahu ibn. Hier steht auch ibnun, na, aber das musst du ja nicht so lesen. Am Ende eines Satzes muss man nicht vokalisieren. Da könnte man jetzt hier drauf einfach verzichten. Yusuf ist sein Name. Muhandis heißt Architekt, ja. Und es wird auf U vokalisiert, weil es hier die Nachricht ist zu dem, ja. Und somit Yusuf Muhandis. Das nennen wir Mubtada, der Anfang des Wortes auf U, da Yusufu. Und Muhandisun ist die Nachricht, was der ist. Und das wird dann auch auf U vokalisiert. Yusufu Muhandisun. Natürlich muss man jetzt Namen nicht vokalisieren, darauf kann man verzichten. Allerdings kann man sagen Yusuf Muhandisun. Mutazawigun. Ja. Mutazawig, warum auf, und Mutazawig heißt, er ist verheiratet. Hier, das Wort Sog hatten wir gerade, Paar. Mu, ta, ist verheiratet, ist verpaart. Ja, Mutazawigun. Aber warum un, warum hier dies hier? Denn man könnte das hier streichen und sagen, Yusuf Mutazawigun, Yusuf ist verheiratet. Ja, also dies hier kann das hier ersetzen, und da es nimmt die gleiche Vokalisierung. Okay? Wa'indahu. Inda heißt bei. Und das ist eine Präposition. Und das Hu, ich mach mal, geh mal hier, hier steht ja Indahu, müsste eigentlich auf I vokalisiert sein. Aber da dies hier die dritte Person maskulin ist, sie kann nicht gebogen werden. Es ist dann Hu, ein Dahu. Es wird nie ein Da, ein Dahi, ein Daha, geht nicht. Es muss immer Hu sein. Auch wenn es in der Position von I kommt, es bleibt ein Dahu. Das ist also so ein ganz starke, ja, ganz starkes Wort, das Hu. Ne? Wa'indahu, bei ihm. Ja, ein Dahu, Ibn. Bei ihm ist ein Sohn. Ja, und warum Ibnun? Das erkläre ich dir, weil eigentlich heißt es Ibnun, ein Sohn, ein Dahu. Ja, ein Sohn ist bei ihm. Aber wenn du es vorschiebst, was in Arabisch geht, bleibt die Vokalisierung trotzdem bestehen. Okay, wir werden es gleich. Diese zwei Sätze zusammen lesen, dass wir jetzt mal üben, die Vokalisierung und die Aussprache. Ich mache mir erstmal die ganze Schmiererei hier weg. Habe ich hier noch was zum Schmieren? So. Was oben ist, ist mir egal. Oh. Ui. So. Also, kommt her, wir lesen mal diesen Satz hier. Yusuf Muhandisun Mutazawigun wa'indahu ibnun. Jetzt geht's weiter. Taskunul a'ilatu. Das ist ja abgeschnitten.
العائلة الصغيرة تسكن العائلة الصغيرة في مدينة الغردقة. Nehmen wir das auseinander. Teskun heißt wohnen. Und da, wir haben ja vor gerade diesen Koranvers, wo ich gesagt habe, dass er ihnen Frauen schafft, auf dass sie ihnen beiwohnt, weil dieses Wort hier falsch verstanden wird. Teskun, wir wollen mal wir nehmen mal diese beiden raus. Teskunul A'ilatu, das nehmen wir mal raus in den Schmierzettel. Sakana heißt, er ist ruhig oder ruhig geworden. Sakana bedeutet aber auch, er hat gewohnt, weil da, wo man wohnt, findet man die Ruhe. Also, ne? Sakan heißt zum Beispiel Wohnort. Es gibt ganz, ganz viele Worte für Wohnen in Arabisch. Ja. Aber es wird dieses Wort ganz oft genutzt, weil halt man zur Ruhe kommt in diesem Haus. Ja. Und in diesem einen Koran-Vers steht ja, und von so seinem Zeugnis ist, dass er euch geschaffen hat, Paare, auf dass ihr zu ihnen Ruhe findet. Da wird das Wort gewort Litaskunu, auf dass ihr dort die Ruhe findet. Und dann wird es übersetzt oft, auf dass ihr dort wohnt. Und dann wird es auch zum Beiwohnen übersetzt, was natürlich Quatsch ist. Ja, in diesem Fall aber ist Teskunu Al-A'ilatu. Teskun heißt Al-A'ila ist die Familie. Ja. Teskun, sie wohnt, die Familie. Also Teskun Al-A'ilatu, die Familie wohnt. Al-A'ilatu ist ein interessantes Wort. Kommt von A'il. A'il kommt von A'la, kommt von Ja'ul. So, Aala heißt, ja, das Wort Last passt jetzt nicht, weil wir gerade über Familie sprechen, aber es ist halt eine nicht Belastung, Verpflichtung, ja. Aala heißt er, oh, ja, wie soll ich das übersetzen? Wenn jemand unterstützt, dann Taulst. Taulst du jemand? Taul. Ja. Genau, wenn du ein Kind hast, was nicht bei dir wohnt, musst du ja zahlen. Wie heißt das jetzt? Gerade aus dem Kopf. Nicht Erziehungsgeld. Ihr wisst, was ich meine. So. Das ist, dass du das Kind taulst. Taul. Ja, so. Die A'ila ist das Ding, was du taulst, was du also unterstützt. Und das kommt aus dem Gedanken, sprachlich ist es so, dass ein Familienunterstützer oder der das Einkommen für die Familie macht, der für die Familie sorgt, ja, der dies Ding ist das Versorgte. Die Familie ist die Versorgte. Jetzt habe ich's. Die Familie ist die Versorgte. Ja. Und Al-A'ila heißt tatsächlich die Versorgte. Taskunu Al-A'ilatu heißt die Versorgte wohnt. Und gemeint ist mit die Versorgte die Familie. Ja, dass ihr wisst, woher das Wort Familie kommt. Es gibt auch mehrere Worte für Familie, aber hier in diesem Sinn und heute auch ist das die meist übliche, also das, was sich jetzt über die Jahrhunderte einfach verfestigt hat. Taskunu Al-A'ilatu, die Familie wohnt. Al-A'ilatu Al-A'ilatu, das hatte ich in der letzten Lektion. Ich lese Al-A'ila, aber As-Sarira, das L wird hier nicht ausgesprochen. Erinnert euch an die Lektion 5. Ja, und da hatte ich gesagt, ihr sollt mal eine Liste machen, bei welchen Worten das L ausgesprochen wird und bei welchen nicht. Ich bitte, wenn du das nicht gemacht hast, hol es nach. Schau die Lektion 5 noch einmal an. Und füge in den Worten, die anfangen mit Ein, A'ila, dass das L ausgesprochen wird. Ja, ausgesprochen. Al-A'ila.
Aber bei Sad, Sarira, ist es As-Sarira. Da wird das L nicht ausgesprochen. Und da, wenn wir diesen Satz lesen, lesen wir ihn so. Teskunul a'ilatus sarira. Nochmal. Teskunul a'ilatus sarira. Teskunul a'ilatus sarira. Ja? Okay. Fi Medinatil. Da haben wir es nochmal. Rardaka. Hier, so, wie so. In beiden Fällen wird das L ausgesprochen. Fi Medinatil Rardaka. Medina heißt Stadt. Ja. Fi in der Stadt Al-Rardaka. Al-Rardaka ist der Name. In der Stadt Al-Rardaka. Also die Familie, diese kleine Familie, die kleine Familie wohnt in der Stadt Al-Rardaka. Also in Hurghada. Lakinna hunaka mushkilatun. Lakinna hunaka mushkilatun. Lakinna bedeutet aber. Du solltest jetzt vielleicht schon wissen, da habe ich das schon mal erwähnt. Ich habe mittlerweile so viel gemacht mit euch. Ich weiß das gar nicht. Ich erwähne es daher vielleicht jetzt nochmal. Es gibt die Worte inna, anna, lakinna und viele mehr. Ja. Wie sagen sie inna wa achawatha? Also inna und ihre Schwestern. Tak, 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 tak. Was machen die, wenn du einen Satz hast? Zum Beispiel At-Tilmidhu. Guck mal hin, At-Tilmidhu. Achtet sehr gut darauf. At-Tilmidhu habe ich groß geschrieben. Ja. Yad Rusu. Wenn du davor Inna oder eins ihrer Geschwister hintust, Inna, dann wird das U zu einem A. Dann ist es Innatil. Ha? Mi the Yadrus. Okay? Und Lakin macht das Gleiche. Sollst du nur wissen. So, jetzt gehen wir. Wo ist denn das hin? Da ist es. So. So, ich mach mal kurz weg. So. Lakinna ist also eins dieser Geschwister von Inna. Und wenn danach ein Wort wäre, was auf U vokalisiert ist, dann wird es auf A vokalisiert. Ja, ist jetzt nicht der Fall. Hier steht zwar Hunaka, aber das Hunaka wird nie zu Hunaki oder Hunaku. Das ist ein Wort, was nicht vokalisierbar ist. Es wird immer so vokalisiert. Hunaka bleibt immer Hunaka. Es kann in der Situation von Hunaku kommen, aber es wird Hunaka ausgesprochen. Das ist eines dieser festen Worte, die nicht umvokalisiert werden können. Aber wenn du jetzt arabische Grammatik gelernt hättest, würdest du sagen, Hunaka fällt in der Position von Vokalisierung auf A, dadurch, dass es nach Lakinna kommt. Ja? Hunaka bedeutet dort. Aber dort. Mushkilatun. Aber dort ist ein Problem. Ja. Lakin hunaka mushkilatun. Ja, ein Problem. Yusuf marid. Yusuf ist krank. Marid ist krank. Yadhabu. Er geht. Wer ist er? Yusuf. Yadhabu. Ila Tabib. Ila Tabib. Er geht nicht Ila al-Tabib, sondern Ila Tabib. Hier hatten wir das hier schon. Genau wie das Sad, wenn ein Strich drum wird, dann Ta. Und auch hier wird das L dann nicht ausgesprochen. Wäre es so. Hier haben wir es. Ila Tabib. Also merkt ihr, die Worte mit Sad und die Worte mit Ta, da wird das AL nicht ausgesprochen, wenn man es verknüpft. Ila Tabib. Er geht zum Arzt. وَيُقَابِلُ هُنَاكَ يُقَابِل heißt und er trifft. هُنَاكَ
ويقابل هناك الراقصة. الراقصة مش ال سondern الراقصة. Also fügen zu ra. هناك الراقصة. الراقصة heißt die Tänzerin. Shams ist ihr Name. Also يذهب إلى الطبيب ويقابل هناك الراقصة شمس. Er trifft dort die Tänzerin Shams. ويقع. يقع heißt fällt. في الحب. Hier في الحب. Aber da wir am Ende des Satzes sind, müssen wir es nicht vokalisieren. ويقع في الحب. Er fällt in die Liebe. Ist jetzt nicht deutsch, aber in Englisch sagt man he falls in love. Also daher, ne? Also er fällt in die Liebe. Die Liebe hat ihn gefangen genommen. Ja. ثم bedeutet dann. Ja. تعرف زوجته. تعرف heißt erfährt. Er weiß eigentlich. تعرف, ja, kann man so und so übersetzen. Also تعرف erfährt oder weiß. زوجته seine Frau, seine Ehefrau. القصة. Achte auf das A. القصة. Warum قصة? Weil تعرف ist Verb. زوجته die Täterin, also das Subjekt. القصة das Objekt und Objekte immer auf A. Na, da haben wir es, was ich vorher erzählt hatte. Wäre es jetzt nicht hier, wäre es in einem anderen Fall, könnte es Al-Qissatu sein, je nachdem, wie es fällt im Satz. ثم تعرف زوجته القصة وتبدأ und es fängt an und تبدأ heißt fängt المشاكل die Probleme fangen an. Und dann den Rest, wenn du den Rest wissen willst, musst du den Film sehen. Ja, das ist also hier dieser Text. Ich möchte abschließend diesen Text mit euch einmal durchlesen. Und ich werde es ganz langsam lesen, und zwar zweimal. Achte auch auf die Sache mit dem Aleph Lam. Wann tut man denn AL aussprechen, wann nicht? Ne? Ich hoffe, du hast die Notizen gemacht. So. Und das brauche ich zwar auch nicht. Er braucht ja, ist jetzt egal, aber es stört mich hier oben, wenn ich gerade hier lese. So. Ich hoffe, du bist bereit. Nehmen wir eine andere Farbe. So, das ist doch auch eine schöne Farbe. So. Yusuf Muhandisun. Ach, schreibt er gar nicht. Na toll. So. Yusuf Muhandisun. Mutazawigun وعنده ابن. تسكن العائلة الصغيرة في مدينة الغردقة. لكن هناك مشكلة. يوسف مريض. يذهب إلى الطبيب ويقابل هناك الراقصة شمس. ويقع في الحب. ثم تعرف زوجته فيلا ثم تعرف زوجته القصة وتبدأ المشاكل. So, ich weiß jetzt nicht, warum sich das manchmal verschiebt hier. Das finde ich ganz eigenartig. Seht ihr, wie der Strich einfach hier hochgeklettert ist? Seltsam. Jetzt hätte ich gerne, dass du echt so laut wie möglich, und wenn du brüllen musst, einfach mal mitsprichst. Es bringt echt viel, wenn du das mitsprichst. So. Nein. Das ist jetzt gut. Den nehme ich hier. So. Yusuf Mohandisun Mutazawigun Wa'indahu Ibn. تسكن العائلة الصغيرة في مدينة الغردقة. لكن هناك مشكلة. يوسف مريض. يذهب إلى الطبيب ويقابل هناك الراقصة شمس ويقع في الحب.
ثم تعرف زوجته القصة وتبدأ المشاكل. Ja, meine Lieben, das war's dann mit diesem Text hier. Und ich hätte es gerne, dass ihr das Buch öffnet. Noch habe ich 10 Minuten, bevor ich eine Stunde hier habe. Und schaut mal bitte auf Seite 96 auf Mal Jadid. Ja, Seite 96. Okay, oben schauen. Hier steht Wurzeln und Strukturen, Verben in der Gegenwart. Und hier ist das Beispiel, das erste gelbe Kästchen. Yadhabu ila tabib. Er geht zum Arzt. Ja. Und hier steht, die Konjugation der Gegenwart wird durch Vorsilben und Endung gekennzeichnet im Musterverb fa'ala. Das ist, haben wir das so oft, ne? Fa'ala als Platzhalter. Ja. Jetzt schauen wir mal hier in dem ersten, ja, größeren Kästlein hier. Ich lese mal von links. Ja, also die erste Person, ich mache. Afalu. Du machst tafalu. Du machst feminin tafalin. Er macht yafal. Er macht weiblich tafal. Ja. Wir machen nafal. Ihr macht tafalun. Sie machen yafalun. Bitte liest das. Ja, also liest mit mir. Ich werde jetzt nur das Arabische lesen in der gleichen Reihenfolge. Also erste Person, zweite Person, dritte Person und dann erst das und dann erst Plural. Also erst Singulär und dann Plural. Nur Arabisch. Versuch mit zu lesen. Ich lese ganz langsam. Afalu, tafal, tafalin, yafal, tafal, nafal, tafalun, yafalun. Ja? Eine gute Übung ist das jetzt rückwärts zu lesen. Also ich lese jetzt genau den gleichen Weg, aber rückwärts. Also ich beginne mit Yafalun. Ja? Schau in dein Buch und versuche jetzt mitzulesen. 1, 2, 3. Yafalun. Tafalun. Nafal. Tafal. Yafal. Tafalin. Tafal, Erfalu. Ja? Und das gleiche steht jetzt hier mit dem Verb Dhahaba. Dhahaba heißt, er ist gegangen. Und jetzt lese ich jetzt ohne die deutsche Übersetzung. Ja, also ich gehe, du gehst, das spare ich mir. Wir lesen jetzt erst Person durch, Singulär und dann Plural durch. Adhabu, Tadhabu, Tadhabin. يذهب تذهب نذهب تذهبون يذهبون und jetzt einmal rückwärts يذهبون تذهبون نذهب تذهب يذهب تذهبين Tadhab, adhab. So, ich denke mal, das wär's. Ja, und in der nächsten, im nächsten Video gehen wir dann zur Seite 97 und werden dann dort hier diesen Dialog machen, der relativ groß ist. Ich sehe schon ein großer Film. Die Vokabeln mache ich dann mit Noah, meinem Sohn, wie ihr jetzt schon mit einem anderen Film kennengelernt habt. Und dann in einem weiteren Film werden wir die Grammatik und die Beispiele machen, die danach kommen. Und die Umgangssprache. Eine relativ große Lektion mit sehr, sehr vielen neuen Sachen. Das wird also ganz interessant. Ich freue mich darauf und vielen Dank.